einmal ein armer Holzfäller. Der lebte mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in einer kleinen Hütte am Rande eines einsamen Waldes. Eines Morgens, bevor er wie jeden Tag zum Baumfällen ging, sagte er zu seiner Frau: Sei so gut, Frau, und sag unserer Ältesten, sie soll mir heute mal mein Mittagessen in den Wald bringen. Ich werde sonst mit der Arbeit nicht fertig. Ich weiß nicht, Mann. Unsere Mädels waren noch nie allein im Wald. Was ist, wenn Margarete sich verirrt? Da hast du auch wieder recht, Frau. Am besten, ich nehme einen Beutel Hirse mit und streue mit den Körnern eine Spur aus bis zu mir, zum Holzeinschlag. Die Hirsespur wird ihr den rechten Weg weisen. Gesagt, getan. Der Vater streute die Hirsekörnerspur quer durch den dichten Wald. Und als die Sonne eine halbe Stunde vor Mittag hoch über den Bäumen stand, machte Margarete sich mit einem Henkelmann, einem Topf mit Deckel und Henkel also, in dem die Suppe lange warm blieb, auf den Weg zum Vater. Fröhlich pfiff sie ein Liedchen vor sich hin, als sie plötzlich verstummte. Nur das Zwitschern und Tirillieren der Spatzen, der Lerchen und Finken, der Amseln und Zeisige ringsum war zu vernehmen. Die Vöglein hatten auch allen Grund zum Jubilieren. Sie hatten nämlich inzwischen sämtliche Hirsekörner aufgepickt und waren rundherum satt. Das Mädchen aber stand ratlos da. Es konnte beim besten Willen die Spur zum Vater nicht mehr finden. Was soll ich bloß tun? Vati wird schimpfen, wenn er kein Essen bekommt. Ach was, ich versuch's mal auf gut Glück. Tapfer marschierte Margarete drauf los, immer der Nase nach, bis es allmählich dunkel wurde. Und immer dunkler und dunkler, und die Bäume rauschten ringsum. Und die Käuzchen schnarrten in die beginnende Nacht hinein. Und das Brechen der Äste unter Margaretes Schuhen klang wie Pistolenschüsse. Ganz Angst und bang wurde es da dem Mädchen, das kaum noch die Hand vor Augen sah. Verzweifelt irrte sie im Wald umher und wollte schon aufgeben, da erblickte sie in der Ferne ein Licht zwischen den Bäumen. Von neuer Hoffnung beseelt, denn wo Licht ist, sind ja meistens auch Leute, nicht wahr? Begann Margarete zu laufen. Immer heller und heller wurde das Licht, bis es sich als die erleuchteten Fenster eines Blockhauses entpuppte. Margarete verschnaufte erst mal vor dem hölzernen Waldhaus. Dann klopfte sie entschlossen an die Tür. Herein! Erklang eine raue Stimme aus dem Inneren des Hauses. Margarete öffnete die quietschende Haustür. Und trat in einen dunklen Flur. Durch einen Spalt unter der Wohnungstür schimmerte Licht. Wieder klopfte das Mädchen an. Nur immer herein in die gute Stube, erscholl es hinter der Tür. Langsam öffnete Margarete die Tür und staunte nicht schlecht, denn was sie da sah? An einem schweren Eichentisch saß ein uralter Mann, das eisgraue Gesicht in beide Hände gestützt. Sein schneeweißer Bart war so lang, dass er über die Tischplatte wallte und fast bis zum Fußboden reichte. Noch seltsam aber war die Gesellschaft, in der sich der Greis befand. Am Kamin lagerten drei Tiere. Ein Hühnchen, ein Hähnchen und, na was wohl, eine Kuh. Jawohl, mitten in der Stube räkelten sich die drei Tiere und blinzelten das Mädchen an. Um Himmels Willen, wo kommst du denn her, so spät noch am Abend? Verzeihung, Herr, aber ich habe mich im Wald verirrt. Ich sollte meinem Vater das Mittagessen zu seiner Arbeitsstelle bringen. Margarete klagte dem alten Mann ihren Kummer und bat um ein Nachtlager. Der Greis kraulte nachdenklich seinen ungeheuren Bart und wendete sich an seine Partner, die drei Tiere nämlich. Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagt ihr dazu? Du. Du.
Fuchs, sagten die drei Tiere am Kamin. Das sollte wohl so viel heißen wie einverstanden oder auch okay. Nein, das nicht. Die Tiere konnten damals ja noch kein Amerikanisch. Ja, schön, meine drei Freunde, sind's auch zufrieden. Du kannst über Nacht bei uns bleiben und zu essen kriegst du auch was. Geh in die Küche, koch uns ein schönes Abendessen. In der Speisekammer findest du Vorräte in Hülle und Fülle. Das Mädchen ging in die Küche und fand alles, was ein Herz begehren kann, im Überfluss vor. Flink kochte sie für den alten Mann und sich selber ein prächtiges Abendessen. An die Tiere aber, an die dachte sie nicht. Mit einem Tablett voll dampfender Schüsseln ging sie ins Wohnzimmer zurück und deckte den Tisch. Dann setzte sie sich zu dem steinalten Weißbart und aß, bis sie nicht mehr Pap sagen konnte. Na? Hat's dir geschmeckt? Prima. Aber jetzt bin ich müde. Wo bitte ist ein Bett? Ich möchte gern schlafen gehen. Der alte Mann sagte nichts. Er blickte nur fragend auf seine drei Gefährten vorm Kamin. Sie antworteten statt seiner. Du hast mit ihm gegessen. Du hast mit ihm getrunken. Du hast an uns gar nicht gedacht. Nun sieh auch zu, wo du bleibst heute Nacht. Das Mädchen blickte etwas betreten drein, aber der gutmütige Greis beruhigte sie. Schon gut, Mädchen, jeder vergisst mal was. Geh jetzt die Treppe rauf. Oben findest du ein Zimmer mit zwei Betten. Schüttle sie auf und beziehe sie mit frischem Bettzeug. Ich komm gleich nach und leg mich auch schlafen. Das Mädchen stieg die knarrenden Stufen empor, fand das kleine Schlafzimmer, schüttelte die Plumeaus auf, bezog alles mit frischem Zeug und legte sich ins Bett am Fenster, ohne auf den alten Mann zu warten, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Nach einer Weile kam der Greis, betrachtete das zufrieden schnurrende Mädchen lange und schüttelte dann enttäuscht den eisgrauen Kopf. Schade, brummelte der Greis in seinen schlohweißen Bart, öffnete eine Klappe im Fußboden und ließ das Mädchen durch diese Falltür in die Tiefe plumpsen. Margarete landete im Keller auf einem Haufen alter Säcke und schnurrte friedlich weiter. An dem Abend, wo sich das mit Margarete zutrug, war ihr Vater mürrisch nach Hause gekommen und hatte geschimpft, warum ihm seine älteste Tochter kein Mittagessen in den Wald gebracht habe. Wo meinem Magen knurren, sind sogar die Füchse davongelaufen. Wo steckt die Göre überhaupt? Ich dachte, sie ist bei dir, Mann. Kurz nach 11 ist sie mit dem Henkeltopf losgegangen und bis jetzt nicht wiedergekommen. Hoffentlich hat sie sich nicht verirrt. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Die wird schon wiederkommen, wenn sie erst so einen Hunger hat wie ich, knurrte der Vater und mampfte einen Berg Hirsebrei in sich hinein. Am anderen Morgen verlangte der Holzfäller wiederum, dass ihm sein Mittagessen in den Wald gebracht werde. Da aber Margarete noch immer nicht zurück war, sollte ihm heute Magdalena, die Zweitälteste, den Henkelmann an den Arbeitsplatz bringen. Und wenn Magdalena nun auch nicht zu dir hinfindet? Heute werde ich einen Beutel Linsen mitnehmen und eine Fährte auslegen, der sie nur zu folgen braucht. Linsen sind größer als Hirse. Die kann sie besser sehen und den Weg so auf gar keinen Fall verfehlen. Gesagt, getan. Der Vater legte fürsorglich die Linsenspur für Magdalena aus und fällte mit der Axt einen Baum nach dem anderen. Zur Mittagsstunde nahm Magdalena den Essenstopf und machte sich ein fröhliches Liedchen trällernd auf den Weg. Plötzlich brach das Mädchen nachdenklich ab. Nanu,
Wo sind denn die Linsen geblieben? Sie konnte nicht eine einzige finden. Und das Gezwitscher der Waldvögel um sie herum erschien ihr auf einmal unangebracht. Magdalena ahnte ja auch nicht, dass es eben jene Spatzen, Lerchen, Finken, Amseln und Zeisige waren, die den schmackhaften Wegweiser ihres Vaters ratzekahl aufgepickt hatten. Wer satt ist, hat gut zwitschern, nicht wahr? Was mache ich nur? Murmelte das Mädchen ratlos vor sich hin. Vati wird schimpfen, wenn er heute wieder nichts zu essen bekommt. Ach was, ich gehe eben auf gut Glück los. Vielleicht höre ich seine Axtschläge und finde zu ihm hin. Auch Magdalena verirrte sich beim stundenlangen Herumlaufen. Als es schließlich immer dunkler und dunkler wurde und sie den Tränen nahe war, saß sie plötzlich in der Ferne ein Licht zwischen den Bäumen schimmern. Als sie darauf zueilte, stand sie bald vor dem hölzernen Waldhaus, dessen Fenster erleuchtet waren. Magdalena klopfte an und wurde von dem eisgrauen Mann mit dem langen, schlohweißen Bart freundlich willkommen geheißen. Nur immer rein in die gute Stube. Um Himmels Willen, wo kommst du denn her so spät noch am Abend? Verzeihung, Herr, sagte Magdalena und klagte dem Greis ihren Kummer, grad so, wie es am Abend zuvor ihre große Schwester getan hatte, als sie ein wenig zaghaft um etwas zu essen und um ein Bett für die Nacht bat. Wendete sich der alte Mann an seine Freunde, die drei Tiere nämlich, und fragte sie, »Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagt ihr dazu?« »Dux, Dux«, antworteten die drei Tiere gemeinsam, just wie gestern bei Margarete, nur einmal mehr. Und auch alles andere geschah fast wie am Vortag. Das Mädchen kochte für den Hausherrn und sich selber ein prächtiges Abendessen, an die Tiere aber, an die dachte sie nicht. Nachdem Magdalena mit dem Alten herzhaft getafelt hatte, gähnte sie... Oh, oh mein Gott, bin ich müde. Wo bitte ist ein Bett? Ich möchte so gern schlafen gehen. Der alte Mann sagte nichts. Er schaute nur seine drei Gefährten am Kamin an, die auch prompt für ihn antworteten. Du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns gar nicht gedacht. Nun sieh auch zu, wo du bleibst heute Nacht. Das Mädchen war über ihre Vergesslichkeit recht verlegen, aber der Greis beruhigte sie und schickte sie die Treppe empor, damit sie die Betten für die Nacht richte. Er werde sogleich nachfolgen. Der steinalte Hausherr nach oben kam, fand er Magdalena friedlich vor sich hin schnurchelnd im Bett, ohne dass sie ihm eine gute Nacht gewünscht hätte. Der Alte betrachtete sie eine Weile, dann schüttelte er enttäuscht den Kopf. Schade, ich hatte schon gehofft. Aber was er erhofft hatte, das sagte er nicht. Er öffnete die Falltür im Fußboden und ließ das Mädchen in den Keller auf die alten Säcke plumpsen. Am dritten Morgen sagte der Holzfäller murrend zu seiner Frau, »Es ist schon ein Kreuz mit den Mädchen, Frau. Keinen Mittag krieg ich was Warmes in den Leib. Schick mir heute unsere Jüngste, die Maria, raus zum Holzeinschlag. Sie ist immer brav und folgsam gewesen und wird auf dem rechten Weg bleiben, nicht herumschwirren wie ihre ungehorsamen Schwestern.« »Was bist du von Sinnen, Mann? Ich soll mein liebstes Kind wohl auch noch verlieren.« »Unbesorgt, Frau. Maria wird sich schon nicht verirren. Sie ist ein verständiges Mädchen mit Krebs im Kopf und dem Herzen auf dem rechten Fleck
Und im Übrigen werde ich für Sie eine Spur bis zu mir auslegen, aber diesmal mit Erbsen. Die sind größer als Hirse und Linse zusammen und somit gar nicht zu übersehen. Gesagt, getan. Gegen Mittag machte Maria sich mit dem Essenstopf auf den Weg in den Wald und lauschte dem Gurren der Tauben, die zwischen den Bäumen herumschnäbelten. Freilich hatten die Täubchen auch guten Grund, sich ihres Lebens zu freuen. War ihr Kropf doch voll, und zwar voller Erbsen. Jene Erbsen nämlich, nach denen Maria vergeblich Ausschau hielt. Je tiefer sie in den Wald hineintappte, desto verzweifelter wurde sie. Oh Gott, was mache ich bloß? Vati wird schimpfen, wenn er zum dritten Mal kein Essen bekommt, und Mutti wird sich zu Tode ängstigen, wenn ich zu lange ausbleibe. Maria legte die Hände zum Trichter geformt an den Mund und rief in den Wald hinein. Vati, wo bist du? Immer wieder rief sie so in den Wald, und einmal glaubte sie, eine Antwort zu hören. Aber da war es nur das Echo, das von einem Berghang zurückschallte. Vati, wo bist du? Als sich die Nacht über den Wald senkte, entdeckte Maria, dass sie ständig im Kreis herumlief. Sie überlegte und schalt sich dann selber aus. Ganz schön dumm, Maria. Warum richtest du dich nicht nach dem Mond, der dort vorn durch die Bäume schimmert? Mit wehen Füßen ging sie stracks auf das Mondlicht zu. Aber dann war es gar nicht der Mond, da waren es die erleuchteten Fenster des Waldhauses. Maria klopfte an. Nur immer herein in die gute Stube. Um Himmels Willen, wo kommst du denn her, so spät noch am Abend? Ich bitte um Verzeihung, wenn ich störe, Herr. Ich habe mich im Wald verirrt und finde in der Dunkelheit nicht mehr heim. Dürfte ich vielleicht hier übernachten? Ich denke doch. Aber ich möchte erst meine drei Freunde fragen. Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh. Was sagt ihr dazu? Duchs, Duchs, Duchs. Gleich dreimal bekundeten die drei Tiere ihr Einverständnis. Da ging Maria zum Kamin, streichelte dem Hühnchen und dem Hähnchen mit sanfter Hand übers Gefieder und kraulte die bunte Kuh zärtlich zwischen den Hörnern. Wonniglich gackerten Kikerikiten und murrten die Tiere vor Freude über die Liebkosung. Du wirst Hunger haben, Mädchen. Geh in die Küche und nimm vom Besten das Beste. Maria ließ sich nicht zweimal bitten. Mit viel Liebe und großer Kochkunst bereitete sie ein Abendessen zu und servierte es im Wohnzimmer. Sie reichte dem Greis die dampfenden, duftenden Schüsseln. Und was ist mit dir? Warum tust du dir nichts auf deinen Teller? Später, Herr. Bevor nicht auch die lieben Tiere satt sind, würde es mir doch nicht schmecken. Ich will sie rasch füttern, ja? Das Mädchen ging hinaus, holte Gerste und streute sie dem Hühnchen und dem Hähnchen vor. Dann brachte sie der Kuh einen ganzen Arm voll wohlriechendem Heu. Wünsche guten Appetit, Hühnchen und Hähnchen. Lass es dir schmecken, liebe Kuh. Inzwischen will ich euch noch einen frischen Trunk besorgen. Dann rutscht das Essen besser. Maria eilte hinaus und kam mit einem Eimer Quellwasser wieder. Hühnchen und Hähnchen sprangen auf den Eimerrand, steckten den Schnabel ins Wasser und hielten den Kopf dann in die Höhe, wie die Vögel zu trinken pflegen. Danach tat die bunte Kuh einen herzhaften Schluck. Jetzt erst, nachdem die Tiere gefüttert und getränkt waren, setzte das Mädchen sich zu dem alten Mann an den Tisch und langte tüchtig zu. Dabei sah Maria, dass Hühnchen und Hähnchen anfingen, das Köpfchen zwischen die Flügel zu stecken und die Kuh nur noch mühsam die Augen offen halten konnte. Rasch beendete sie ihr Mahl und sagte zu dem freundlichen Alten, »Es ist schon spät, Herr. Sollten wir uns nicht zur Ruhe begeben? Ich werde die müden Tiere fragen, wenn ich darf.« »Nur immer zu. Aber wundere dich nicht, wenn sie dir nicht antworten. Sie sprechen nicht mit jedem.« »Ich versuch's mal.
schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh. Was sagt ihr dazu? Duks, 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 duks. Du hast mit uns gegessen, du hast mit uns getrunken, du hast uns alle wohl bedacht. Wir wünschen dir eine gute Nacht. Na wunderbar, du scheinst ihnen zu gefallen. Geh schon die Treppe hinauf, oben ist ein Schlafzimmer mit zwei Betten. Beziehe sie frisch und schüttle die Decken auf. Ich komme gleich nach. Das will ich gern tun. Und euch Hühnchen und Hähnchen und dir, schöne bunte Kuh, wünsche ich eine gute Nacht und schöne Träume dazu. Das Mädchen ging die Treppe empor, fand das kleine Schlafzimmer und machte die Betten für die Nacht zurecht. Als das geschehen war, kam auch schon der Alte und legte sich in das Bett an der Wand. Sein Bart war tatsächlich so lang, dass er sich damit hätte zudecken können. Dann erst legte Maria sich in das Bett am Fenster und sprach ihr Nachtgebet. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Und auch Vati und Mutti und meine Schwestern und den lieben alten Mann mitsamt dem Hühnchen, dem Hähnchen und der schönen bunten Kuh. Amen. Schnell war Maria eingeschlafen, aber dann schlug die Uhr unten im Wohnzimmer rasch hintereinander 12 Mal. Mitternacht. Im selben Augenblick schien es, als wäre das ganze Waldhaus verrückt und toll geworden. In allen Winkeln und Ecken begann es zu knistern und zu knattern. Die Tür sprang auf, schlug an die Wand und pendelte quietschend in den Türangeln. Die dicken Holzbalken dröhnten, als würden sie aus ihrem Gefüge gerissen. Dann hörte es sich an, als stürzte die Treppe ein. Und endlich krachte es, als bräche das Dach in sich zusammen. Ja, als fiele das ganze Waldhaus ein. Furchtsam wollte das Mädchen, aber da war es auf einmal wieder völlig still und ruhig im Haus. Maria tastete ihren Körper nach Beulen ab, aber als sie keine fand und ihr auch gar nichts wehtat, glaubte sie schließlich, das Ganze nur geträumt zu haben. Vielleicht habe ich zu viel und zu gut gegessen, dachte sie unter neuerlichen Einschlafen. Fröhliches Jagdhorn weckte Maria am anderen Morgen. Ganze Bündel strahlenden Sonnenscheins fielen durch die Fenster in den Raum. Aber was waren das plötzlich für Fenster? Nicht mehr klein und viereckig wie am Abend zuvor im Waldhaus, sondern riesengroß und bis zur Erde reichend. Noch etwas schlaftrunken richtete das Mädchen sich auf und zwinkerte ungläubig mit den Augen. Träumte sie denn noch immer oder etwa schon wieder? Sie kniff sich in den Arm und murmelte leise vor sich hin. Was ist bloß mit dem Bett passiert? Gestern war es schmal und aus Holz. Heute ist es breit und aus Elfenbein. Gestern habe ich es blaukariert überzogen. Und heute ist alles aus Damast und rotem Samt. Und die Möbel, alle vergoldet. Ach, geh, Maria, du träumst das ja alles nur. Wach auf, wach doch auf. Dabei brauchte Maria gar nicht aufzuwachen. Denn was sie da sah um sich herum, das war alles ganz echt. Auch die drei Diener, die jetzt an ihr Bett herantraten und prächtige Uniformen trugen, Livree sagt man dazu, sie waren echt und kolossal lebendig. Der eine verneigte sich besonders tief und fragte enorm höflich, »Wünsche wohl geruht zu haben, gnädiges Fräulein. Haben gnädiges Fräulein besondere Wünsche, das Frühstück betreffend?« »Nein, keine besonderen Wünsche. Und ein gnädiges Fräulein bin ich auch nicht. Geht nur, geht, damit ich aufstehen und dem alten Mann einen Frühstücksbrei zubereiten kann. Außerdem muss ich Hühnchen, Hähnchen und die bunte Kuh füttern.« »Mit Erlaubnis, gnädiges Fräulein, die bunte Kuh. Das bin ich, oder genauer, das war ich. Meine beiden Kollegen hier waren Hühnchen und Hähnchen.« Jetzt verstand Maria überhaupt nichts mehr.
Hilflos hielt sie nach dem uralten Mann mit dem ebenso uralten Bart Ausschau. Aber was fand sie in dessen Bett? Da lag kein Greis und trug auch keinen schlohweißen Bart im Faltengesicht. Ein junger Mann lag darin, jung und wunderschön. Aber das gab es doch gar nicht. Unter Marias forschenden Blicken erwachte der junge Mann im anderen Bett. Er richtete sich auf, lächelte das Mädchen an und sagte überglücklich: Guten Morgen, liebes Mädchen. Ich sehe dich verwundert. Lass es dir erklären. Ich bin ein Königssohn und war von einer bösen Hexe dazu verwünscht worden, als alter Mann im Walde zu leben. Niemand durfte um mich sein als meine drei getreuesten Diener und auch sie nur in Gestalt eines Hühnchens, eines Hähnchens und einer bunten Kuh. Wie viele Jahre ich so leben musste, ich hatte schon lange aufgehört, sie zu zählen. Denn die Verwünschung der Hexe sollte erst enden, wenn ein Mädchen zu uns käme, so von Herzen lieb und gut, dass es sich nicht nur gegen die Menschen, sondern ebenso allen Tieren gegenüber liebevoll benehme. Dieses Mädchen bist du gewesen. Heute um Mitternacht sind wir durch dich erlöst worden. Das alte Waldhaus hat sich wieder in meinen königlichen Palast zurückverwandelt. Gefällt es dir hier bei mir? Ja, sehr, Herr Königssohn. Aber das Waldhaus war auch recht geräumig, verglichen mit der Hütte meiner armen Eltern. Aber natürlich seid ihr gewohnt, in Reichtum zu leben, Herr. Nenne mich nicht Herr. Denn ich möchte dich bitten, meine Frau zu werden. Deine Frau? Ja, du sollst meine Königin sein, für immer. Darum sag ja und werde meine Frau. Aber da muss ich erst meine Eltern fragen. Ich habe bereits eine vierspännige Kutsche zu ihnen geschickt. Sie werden wohl schon auf dem Weg hierher sein, um dich in die Arme zu schließen und fröhliche Hochzeit mit uns zu feiern. Fröhliche Hochzeit? Daraus wird wohl nichts werden. Du weißt nicht, dass ich gerade erst meine beiden älteren Schwestern verloren habe. Meine Eltern sind zutiefst betrübt über ihren geheimnisvollen Tod. Aber sie sind ja gar nicht tot. Sie leben, Maria. Ich habe sie nur in einen Keller gesperrt, weil sie zuerst an sich und nicht an die hungrigen Tiere gedacht haben. Sie sollen jetzt lernen, dass auch die Tiere Geschöpfe Gottes sind. Vor ihm sind wir alle gleich, ob weiße, schwarze oder gelbe Menschen, ob Katze, Dackel, Löwe oder Elefant, sie gelten alle vor ihm gleich.